Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Apfellike. Heute mit einem Gerüchtevideo zum iPad Mini. In den letzten Jahren gab es ja immer wieder das Gerücht zum iPad Mini. Bis jetzt war immer sozusagen Steve Jobs im Weg. Er wollte so ein iPad Mini überhaupt gar nicht, weil er fand, das braucht man einfach nicht. Jetzt ist ja eigentlich Steve Jobs weg. Jetzt wäre der Weg eigentlich frei. Und was denn so alles Neues kommen soll und wie es aussehen wird und wann es kommen wird, seht ihr alles in diesem Video. Viel Spaß! Das iPad Mini soll so aussehen, dass es einen 7 bis 8 Zoll Bildschirm hat. Wahrscheinlich das gleiche Design wie das normale iPad auch. Von der Hardware-Leistung wahrscheinlich könnte ich mir gut vorstellen wie das iPad 2. Vielleicht auch wie das iPad 3 kann ich mir eher weniger vorstellen. Es soll unter $500 kosten. Das Google Tablet kostet ja $200. Wahrscheinlich so $200-300 könnte ich mir gut vorstellen, dass das iPad Mini kostet. Außerdem wird wahrscheinlich ein angepasstes iOS laufen, wahrscheinlich keine speziellen neuen Features, aber wie gesagt ein angepasstes, also zwischen dem normalen iPad und zwischen dem iPhone, so ein Mittelding von iOS-Größe. Und es soll am 12. September vorgestellt werden. Das ist ja auch nebenbei der Todestag von Steve Jobs, vielleicht überlegt sich Apple da was und macht da noch irgendwas auf der Keynote zu Steve Jobs, da könnte ich mir gut was vorstellen. Außerdem am 12. September soll auf der Keynote auch das iPhone 5 vorgestellt werden. Also der Termin des 12. September ist eigentlich recht fix und wird von vielen Magazinen bestätigt. Wie gesagt, was auch noch interessant ist, es gab ja oft die Streitigkeiten hin und her. Steve Jobs war absolut dagegen. Nur in letzter Zeit sollen angeblich Briefe und E-Mails veröffentlicht worden sein, dass Steve Jobs doch fürs iPad Mini war. Das wäre natürlich fürs Marketing sehr wichtig, weil ein Apple-Gerät rauszubringen, was Steve Jobs nicht wollte, wäre ja nicht so gut. Das würden wahrscheinlich nicht so viele Leute kaufen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Apple da ein bisschen nachgeholfen hat. Aber es kann schon sein, dass Steve Jobs im Endeffekt doch dafür war. Wir werden es jetzt sehen am 12. September. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Was meint ihr dazu? Kommt ein iPad Mini? Wie wird es aussehen? Was wird es vielleicht auch Neues haben? Schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch oder ein Abo sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.